Hallo zusammen, da ist unser Ziel heute, der Hannibal-Turm, die Route Conquest of Paradise, mit 5C+ bewertet, wenn man 2 Echsen mitnimmt, sonst 6A+. Und sehr schön, kein Stock und ja, super Wetter, traumhaft, da ist noch ein bisschen der Mond und sehr schön, allerdings letzter Ferientag, aber nochmal schön, das mit einer Mersalänge zu genießen, zu machen. Vom Furkapass sind wir los. Wir sind von hier gekommen, sehr schön. Jetzt ging mal rechts neben dem Bach lang vom Gletscher. Hier, da müssen wir ein bisschen den Gletscher überqueren, da unten, und dann hoch zum Einstieg. Dort ist die Seelenhütte und das Großbielenhorn. Da war ich vor gut 3 Jahren drauf. Schön. Wir überqueren jetzt hier diese Brücke. Uiuiuiui. Die ist nicht mehr ganz so dick. Sollte gerade noch halten. Wir sind beim Einstieg angekommen. Dort gelbe Zeichen, Conquest of Paradise. Wir sind nicht von hier gekommen, sondern von hier. Da hoch. Es ging gut. Und hier ist die erste Seillänge. Die ist ein bisschen plattig. Das ist jetzt die zweite Seillänge, nicht mehr ganz so plattig und interessante verschiedene Felssorten hier dazwischen. Also das war die dritte Seillänge, die ging jetzt ein bisschen über Eckenkanten und ich hatte jetzt ziemlich viel Seilzug, das war ein bisschen unangenehm. 5A war die und jetzt 5C+, da lang. Wir sind oben angekommen. Das ist diese berühmte Honey Bank mit der Bushaltestelle. Honey City steht da drauf. Verrückt. 10 Jahre gibt es diese Bank schon. Jetzt gibt sie schon 15 Jahre. Genau, schön. Und die letzte Seillänge war auch gut. Das ist nur eine 4C und sehr kurz. Gut zum Klettern gewesen. Auf jeden Fall schön warm hier. Sehr schön hier. War eine nette Route, bis auf die Schlüsselseillänge. Da war wirklich mal gar keine dritte, wenig und schlechte Griffe. Aber sonst sehr schön. Jetzt am Abseilen. Ganz cool hier. Seht ihr das? Oh, hier geht es schön steil runter. Über einen Überhang. Also die erste Abseillänge, die war 27 Meter. Und diese hier ist 42 Meter. Wow, ich drehe mich. Wow. Ui. Wow. Okay, okay. Na, und hier wahrscheinlich noch mal ein Absatz. Oh, da ist sie. Jetzt wäre ich fast dran vorbei. Aber nur, oh shit, eingeklemmt. Ah, meine Jacke. Letzte Abseilpiste, allerdings sind wir jetzt wieder in der Route. Hier war die erste Seillänge hoch. Also, ich glaube, die Abseilpiste wäre noch ein darüber gewesen. Aber passt ja auch so. Schön, oder? Schöner letzter Ferientag. Oder vorletzter. Letzte Abseillänge. Sind wir gleich schon unten. Ja, sehr schön.
Wir sind auf dem Rückweg. Hannibal-Tour haben wir hinter uns gelassen. Das Großbielenhorn, Kleinbielenhorn, kann man auch überall klettern. Und hier Galengrat, Galenstock. Und dort sieht man auch schon wieder Furkapik. Schöner Tag, traumhaftes Wetter, schöne Route, hat wirklich Spaß gemacht. Sehr zu empfehlen, sehr schön, auch wenn es nur 6 Seillängen waren. Und ich glaube, wir haben 7 draus gemacht. Sehr schön hier noch, der Bach. Cool. Vom Gletscher. Ja. Dort ist der Gletscher. Dort war mal klettern. Sehr schön. Richtig idyllisch. Nochmal dicke Schafe. Süß, echt dick. Fell meine ich. So wie Wolle. Schön. Die haben es hier schon ganz gut.